Hallo zusammen, ich habe euch ein Video gemacht über diese Bestaggregate von Rivacold und heute geht es um die Zubehörteile. Wir haben so ein genannter Stopfer-Kit und zwar Standard ist das Aggregat so ausgeliefert. Wir haben diese zwei Träger und diesen Ablauf. Das von oben her betrachtet, wir haben diese zwei Träger und unten diesen Ablauf. Und zum Montieren müssen wir diese zwei Schrauben lösen. Hier diese zwei Schrauben lösen und wir können die ganze Tropfschale wegnehmen. Wir sind jetzt hier an einer Kühlzelle. Hier fehlt zum Beispiel der Deckel der Kühlzelle und wir haben hier diese zwei Ausschnitte gemacht und unten diesen Ablauf. Und so kann ich das Aggregat hier in dieser Kühlzelle einhängen und dann den Deckel drauf machen. Ich habe hier diese Kurzanleitung, hier habe ich die kleine Zeichnung, es gibt dann drei verschiedene Breiten und drei verschiedene Maße, so kann ich diese Ausschnitte und das Loch für den Ablauf machen und das Ganze steht natürlich hier in dieser kleinen Betriebsanleitung auch noch drin. Aber kommen wir zum Zubehör, den es gibt. Und zwar habe ich hier einen Ständer von Rivacold zur Verfügung bekommen. Der steht hier unten klar, Best Block System. Aber es gibt diese Stopfer hier. Das ist eigentlich das Loch hier in dieser Kühlzellenwand. Und das passt hier so rein, gibt Schrauben dazu und die sind Stopfer. Wenn ich wieder hier die Tropfschale wegnehme, kann ich diesen Stopfer hier montieren oder unten hin. Ich kann ihn mit den passenden Schrauben anschrauben. Und ich kann den Stopfer so in die Kühlzelle montieren, ausschäumen und schon habe ich den Stopfer in eine Wand montiert. Das heißt, der Vorteil, ich muss das Dach nicht abheben. Wenn ich eine bestehende Kühlzelle habe, da ist teilweise nicht mal möglich mehr, das Dach abzuheben. Ich kann also hier ausschneiden und den ganzen Stopfer montieren. Ja, das ist es zu diesem Kit, Stopfer-Kit. Findet ihr bei mir. Unten im Beschrieb mache ich den Link. Ich habe die da 10er am Lager. Ich habe auch dickere am Lager, weil in der Schweiz ist mindestens Anforderung für die Kühlzellen kühlen 10 cm Materialstärke. Ich mache euch hier ein Video, wo ich euch das Aggregat erkläre und hier die nächste Option. Hier geht es um die Fernsteuerung zu dem passenden Kühlaggregat. Ich wünsche euch einen schönen Tag.